habe das mal im Fernsehen gesehen und mich hat schon immer mal diese GoPro, diese Action Camp interessiert. Da wollte ich auch gerne mal Skifahren oder auf dem Fahrrad. Und dann hat mich das doch nochmal gereizt, dieses unter so einen Kopter zu machen. Und einfach 20 Meter über der Erde sind halt so die schönsten Bilder, die man schießen kann. Also gibt da verschiedene Ausführungen. Das Wichtigste an dem Gerät ist einfach, dass es GPS gesteuert, dass er sich halt einfach im Wind auch selber stabilisiert und das Rest macht er da automatisch. Hoch, runter muss man halt eben selber machen, rechts, links, dann geht das. Ich muss den schon sagen, wo er sich befindet, ist ein GPS-Gerät. Er ist bei einem Fall Akku leer oder geht zur Neige oder der Funk bricht ab. Ist das Ding also nicht weg oder fällt vom Himmel, sondern fliegt immer an den Punkt zurück, wo er gestartet ist. Deswegen muss ich den sagen, wo der losgeflogen ist. Wichtig ist, dass es halt eben versichert ist. Das sollte auch jeder sich für sich klären. Es gibt verschiedene Haftpflichtversicherungen, wo diese Sachen mit abgedeckt sind. Also das ist zurzeit ist es auch so ein kleiner grauer Bereich. Ich denke mal, dass sich das in der Zukunft verändern wird, dass die Politiker sich da, also kann man ja auch mehrere Dinge mitmachen, die dann vielleicht nicht so erwünscht sind. Das Schade an diesen Drohnen ist immer, jeder, der dann sowas hört oder sieht, denkt an schlimme Dinge, aber man kann auch schöne Dinge damit machen, zum Beispiel schöne Bilder, schöne Aufnahmen. Und man muss nicht immer im Hinterkopf haben, wir sind hier im Krieg und ausspionieren oder was Gott was. Ja. Also die Qualität von den kleinen Kameras, jegliche kleinen Kameras, Sportkameras sind ist mehr wie zufriedenstellend.